Hier hat sich einfach wieder nichts getan, oder? 6000 Eisen. Das ist vom Gefühl her eher noch weniger geworden. Willkommen zurück zu Minecraft Legends. Es ist jetzt gerade Montag. Die Query, die ich da in der letzten Folge aufgestellt hatte, ist wahrscheinlich schon durchgelaufen. Mit dem vielen Glück, das ich habe. Sehr viel Sand, Tungsten, Lehm und Hühner. Aber hier hat sich einfach wieder nichts getan, oder? 6000 Eisen, das ist vom Gefühl her eher noch weniger geworden. Okay, aber zumindest das Kobbel müsste eigentlich voll gelaufen sein. Kobbel ist voll. Ja. Und Marble haben wir jetzt auch einiges, also ich kann bauen. Und okay, gut, dann schaue ich jetzt was ganz anderes nach. Nämlich öffne ich meinen Windows Explorer. Und gehe dann in, oh Gott. In meinen Punkt Technik Ordner. Dann, was haben wir? Wir haben Ticket Classic. Ne, Ticket Legends natürlich. Screenshots. +9. Okay, sind ein paar Tier. Schauen wir mal, was so alles drin ist. 5,54. Gold ist original nichts dazu gekommen. So kann ich nicht sehen. Lapis ist was. Blei ist für 5 Stacks. Silber ist nichts. Warum ist zum Beispiel jetzt in Silber nichts hinzugekommen? 164 mal 64. Da ist auch nichts dazu gekommen bei Tin. Bei Copper auch nichts. Eisen auch nicht, wenn ich das jetzt richtig sehe. Nein, nein. Da die haben funktioniert hier. Wo war das auch was hinzugekommen? Okay. Wir haben hier ein Problem. Oh. 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 Ja. Wo ist meine Modular Socket? Oh Gott. Gut. Problem. Alter, das ist jetzt aber wirklich dumm. Gut, Problem gelöst. Also jetzt nicht wirklich gut gelöst, aber wir wissen jetzt zumindest mal, woran es liegt. Oh Gott. Ich komme mir so dumm vor. Ich meine, damit hätte ja niemand rechnen können, dass das passiert, ne? Also wirklich niemand. Okay, gut. Das war jetzt Fail. Oh Mann, das war aber irgendwie abzusehen, dass irgend sowas richtig Dummes schief geht an der Sache.
Wie sieht es mit unserem Limestone aus? Ist der voll? Oh ne, haben wir ja noch gut Platz drin. Gut, unsere Erze sind jetzt erstmal wirklich alle futsch, sage ich mal. Warum hat das denn mit Lead funktioniert? Ich mein, Lead ist ja ohne Witz was angekommen, glaube ich. Oder. Ne, das sind auch 25 plus 4. Okay, ja. Gut, alle unsere Erze sind quasi egal. Also waren sind weg. Gut. Dann sollten wir jetzt vielleicht noch was machen, was wir einsortieren können. Können wir Tungsten irgendwie. Gut, Tungsten können wir auch in die Erzekisten einsortieren lassen. Also hier so. Gut, das schon mal zu wissen. Kriegen wir gleich viel mehr Tungsten aus anscheinend. Dann, wir haben einen Minenschacht abgebaut. Interessant, ein bisschen Zuckerrohr. Sand, das ich auf jeden Fall noch in eine Barrel einlagern muss. Gut, unsere Logistikpipes sind sehr logistisch und funktionieren an sich, glaube ich, schon ganz gut. Gut, unser Cobblestone wird halt nicht großartig mehr, aber das sollte jetzt eher weniger das Problem sein. Das würde halt jetzt auf weiteres bedeuten, dass wir den Cobblestone in Zukunft vielleicht hier hinten hin umleiten müssen. Boah, hier ist irgendjemand ein Creeper hochgegangen. War das von mir noch? Na, weiß ich jetzt nicht. Gut, das hätten wir. Was wollten wir noch machen? Ich glaube, ich wollte. Haben wir Sulfur? Nein. Mist. Weil wir brauchen nämlich. Das geht auch mit Blaze Powder. Das ist jetzt natürlich sehr praktisch. Das sollten wir noch irgendwo rumliegen haben. Blaze Rods oder sowas. Ah, hier. Lol, wo habe ich da bitte so viel Blaze Powder? Gunpowder haben wir auch noch irgendwo, aber ich würde fast sagen, Gunpowder lernen wir mal schnell unserem Objektchen. 5, 6. Mal kurz Block auf Sulfur. Schon mal sehr praktisch, dass man dafür keinen Sulfur braucht. Sei jetzt mal. Denn dann bauen wir uns eine Batterie noch. Für Strom. Ja. Yeah. Damit unser Reaktor effektiver wird. Oder so ähnlich. Ich meine, so viel ist jetzt gar nicht mehr drinnen. Was sag ich hier in dem Hopper? Eh lauter Uran, ja, gut. Passt ja eh super hier unten alles. Vielleicht sollte ich mir irgendwo kleine Wartungstüren reinmachen. Halt durch, guck mal, hier mache ich halt überall Fassaden. Das ist halt da ein bisschen ungünstig für alles eigentlich. Jetzt wird hier erstmal den ganzen Erze verarbeitet. Alter, das ist mir so peinlich. Ich glaube, da sind mir jetzt zwei oder drei Query-Ladungen Erze draufgegangen. Das ist echt erbärmlich. Egal. Hast du Bock auf Sulfur? Schon mal. Das geht quasi genau das gleiche wie Big Reactor. Okay. Ich würde sagen, wir machen das aus Big Reactors Graphen. Meine Kohle hat ja funktioniert. Ah ne, warte mal. Wir haben ja gar keine Öfen, ne? Naja gut, jetzt brauchen wir aber erstmal ein paar bisschen Wasser.
Das sieht mir fast aus, als wäre hier mal ein Creeper-Loch gewesen. Zack. Und irgendwie ruckelt es bei mir. Ich würde mal sagen, wir machen das einfach mal so. Dann müssen wir das Ding auch noch anzünden, wenn ich jetzt richtig das Ganze im Kopf habe. Haben wir einen Flintenstiel noch? Sollten wir eigentlich haben. Hier ist zumindest ein Flint. Hier ist kein Stiel. Ist schon toll. Es ist halt noch einigermaßen langsam, aber naja. Im Endeffekt ist es halt wirklich fast so, dass du wahrscheinlich deutlich besser bedient bist, wenn du einfach das überhaupt anders machst. Lol. Das geht aber schnell. Das ist ein EMC? Nee, hat es nicht. Säure! Haben wir hier Bucket? Nee. Fail. Ist das eigentlich giftig? Oh nee, ist es nicht. Alles easy. Oh. Das waren viele Eimer. Oh. Wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Das ist jetzt blöd. Haben wir hier noch eine Kiste? Ja. Das ist eigentlich die Logistik-Pipe-Kiste, aber das ist mir jetzt relativ egal. So. Ich würde dann auch mal vorschlagen, oh, dass wir gar keinen Platz mehr mit haben, dass ich, während ich das hier mache, mal schnell zu Captain rüberfliege, denn der hat die Batterie schon gebaut. Und da so ein bisschen spicke, was da so machbar ist. Weil ich kenne bisher nur das kleinste Modell, das da auch schon sehr viel speichern kann, aber das, ich möchte ein bisschen was Größeres haben tatsächlich. Deswegen fliegen wir da mal schnell rüber. Oh, der hat schon ein Haus gebaut. Ja, GG. Haben wir auch eine Tür? Oh ja, er hat auch eine Tür. Das ist natürlich wieder so klar, dass alles im Keller ist. Das ist der Big Reactor, oder? Der sehr hoch ist. Hier sind auch schon Logistikpipes. Was ist das? Das ist ein Iron Tank. Auch immer er einen Tank hat. Und da ist die Batterie. Gut, er hat wirklich nur das kleinste Ding gemacht. Ja. Und dann wollte er mit der U-Bahn irgendwann demnächst schon mal anfangen. Das sieht fast aus wie mit Filler gemacht. Könnte es auch noch so Logistik-Pipes hier? Ja, ich glaube nicht, aber er hat die Power-Armor schon. Wo geht's hier hoch? Da. Umwerfend. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Fan, alles in den Keller zu packen. Ich will das oben zugänglich haben. Es gibt für mich nichts Schlimmeres als einen Keller in Technikprojekten. Ich weiß das nicht, wieso. Aber ich will, dass man das alles, dass man die Technik sieht. Also das ist zumindest meine Devise. Es gibt für mich nichts Schlimmeres als Menschen, die in einem Technikpack einfach grundsätzlich alles in einen Keller packen müssen. Also wirklich jetzt. So.
Und ich werde jetzt wahrscheinlich hier die Hausfront hinmachen mit Eingangsbereich. Dann hier einfach so nach hinten durchziehen. Hier, also das Haus soll eigentlich relativ klein und kompakt sein. Letztendlich. Was es dann auch sein wird, denke ich mal. Aber jetzt brauchen wir erstmal Zeta Industries weitermachen. Also einmal brauchen wir Battery Wall, Power Tab und einen Controller. Gut. Wir haben gar kein Graphitzeug hier. Das ist jetzt leicht ungünstig. Müssen wir wirklich noch Sachen machen damit? Das ging aber schon guten EMC, du und das Drachenei. Jo, wir müssen wirklich auf die alte Art und Weise erst noch ein paar. Sachen herstellen. Na, easy. Stellen wir mal ein bisschen Graphit her hier. So. Daraus machen wir dann gleich die Graphitblöcke. Das sollte soweit passen. Und hier muss ich dann noch ein bisschen umbauen. Unsere Highspeed-Cobblestone-Generatoren unter anderem auch. Kann ich den mit der Dolly umstellen? Nein, kann ich nicht. Oh je. Das ist natürlich jetzt fail, weil der EMC dann da drin verloren geht. Dann sollte ich vielleicht vorher in irgendwas anderem anlegen, wie in, keine Ahnung. Wie viele EMC sind da noch gespeichert drinnen? So, ja. EMC ist ja da oben, habe ich ganz vergessen. Kann man eigentlich mit Dollys auch Bücherregale verstellen? Nee. Das ist schade. Graphit wollte man. Gut, dann warten wir hier noch ein bisschen. Die Batterie. Gut, ich glaube, dann könnte ich eigentlich hier mal bei, Google Bilder nachgucken, was man so alles machen kann. Nein, ich möchte eigentlich wenn dann eher so Bilder haben. Mehr Bilder. Oh Gott, kann man das eskalieren? Aha, aha. Also ich befürchte, fast je mehr Säure, desto mehr Strom gibt es dann. Und eigentlich ist ja eine Batterie so aufgebaut, dass man nur, dass man halt Plus- und Minuspol hat. Also quasi, um eine Spannungsunterschiede zu erzeugen damit. Aber hier kann man anscheinend mehrere Plus- oder Minuspole haben, was eigentlich ultra unlogisch ist. Aber dann würde ich vorschlagen, baue ich das Ganze so auf wie eine fette Autobatterie. Und zwar auf die andere Seite vom Reaktor. Dann brauche ich jetzt erstmal ein bisschen Marble, damit ich mein Haus ein bisschen vorbereiten kann dafür. Marble, 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 Marble. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20. Quasi so Front. Dann geht's dann hier wieder hoch. Gut. Und zwar hoch auf wie viel? 1, 2, 3, 4 höher. Kann man sich merken. So. Und dann, was ist hier bitte passiert?
Oh. Da ist wohl was explodiert. Okay, bei grün. Ja, hier oben fehlt einfach eine Pipe. Ja, gut. Ich halt jetzt mal, was explodiert. Kann ja mal passieren. Hoppla. Ich glaube, ich habe da wohl doch einmal ein bisschen zu viel Limestone reingepackt. Mist. Kann ja mal passieren. Das Einzige, was ich jetzt eher so als Problem feststelle, ist, dass wir jetzt hier Items drinnen haben, die da gar nicht rein sollen. Da komme ich von hier ran, oder? Nee, gar nicht. Da müsste ich an den Output. Da komme ich ja nur von der Rückseite ran. Dann ist die Frage, wo geht der dann jetzt hier hin? Entweder noch weiß oder noch schwarz. Ja, jetzt schauen wir mal. Hier ist die Dingens. Dann schauen wir mal, wo das sich hin verschüsst. Eh beides nach oben. Super. Das ist eigentlich so ziemlich das Beste, was jetzt so passieren konnte. Wo es hingehen kann, weil das kommt jetzt in die Kiste, wo die ganzen Dinge drin sind. Das kommt jetzt alles hier oben rein. Ich wüsste zwar an sich gerne, wie das da überhaupt reingekommen ist, aber... Okay, das andere ist jetzt irgendwo. Okay, aber bitte geht das jetzt nicht dahin. Ne, da oben kann es eigentlich gar nicht hin. Ist er jetzt hier wieder drin? Der ist ja schon wieder hier drin. Und dann brauchen wir jetzt hier die Fassade auf die Seite. Das wird jetzt ekelhaft. Ja, hat aber geklappt. Sie ist jetzt hier schon wieder drin. Jetzt geht's in die Kiste rein. So. Ja, wäre das schön, dass ich mich überhaupt nicht ablenken lasse von irgendwelchen Mist. Ja, gut. Ich würde sagen, das tun wir dann einfach hier oben irgendwie mit rein. Komm mal raus. Carbonblöcke haben wir dann jetzt gleich wieder. Haben wir ja zum Glück noch welche da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Diagonalen unten hin. Dann testen wir es mal. Nein, eins. 2. Die 3. Echt faszinierend, wieso das hier so schlecht geht. Okay, gut, hier kommen dann eigentlich. Also ich meine.
dass man hier kommen eh noch solide Blöcke mit rein, ne? Ja, hier kommen eh solide Blöcke mit rein. Von dem her, Wayne. Das ist die Hausebene. Und es ruckelt bei mir und zwar aufs Abartigste. Finde ich eher uncool, tatsächlich. Die Aufnahme sagt, sie hat 40 FPS, aber ein Spieler definitiv weniger. So wie das ruckelt. Und ich weiß nicht mal so wirklich warum. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach komm schon. 8. Und 9. Alter! 9. So. Dann müsste ich jetzt hier auf dieser Ebene sein. Genau. So, und dann geht es nochmal, wie viele Blöcke in die Richtung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, das wird interessant, ob das dahin geht. 1. Toll. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, gut, das geht schon noch. Sieht jetzt irgendwie auf beiden Seiten sehr gleich aus dann. Ah, gut. Gibt Schlimmeres. So. Dann hier unten die Seite. Das sind hier quasi dann die Fenster. So. Drei, vier, fünf. Ich hasse Carpenters-Blöcke. Ohne Witz. Und das geht dann quasi auch bis auf die Wand da hinten hin, oder? 7. Hat auch 9, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein. Wo ist jetzt der Block hin? Keine Ahnung. Wir haben ihn wieder. Schön. 1, 2. Jetzt ist es ja einfach. Ist einfach so ein Witz eigentlich. Und es ist jetzt auch irgendwie ziemlich bescheuert, die Batterie an genau das andere Ende vom Haus zu packen, wie der Stromerzeuger. Aber hey! Wayne! Dafür haben wir dann wenigstens eine schöne Hauptleitung, die wir mal anzapfen können. Das heißt, warte, eigentlich haben wir die gar nicht, weil der Strom soll eigentlich hier raus, dann in die Batterie eingespeist werden und dann von der Batterie jetzt zu den Maschinen transportiert werden. Hat der einen EMC? Oh cool, man kann Carpenters-Blöcke lernen. Na. Boah, unglaublich toll. Das müssen wir hier eigentlich schon direkt so runterbauen können. Ja. Eh super. Und jetzt hier. Ups. Und
Und hier unten das hier natürlich auch.